Heute sprechen wir über 13 wirklich spektakuläre Mörder- und Mordfälle. Unter den Tätern sind Mörder, Serienmörder und Mehrfachmörder. Jeder einzelne Fall hat national und international für großes Aufsehen gesorgt. Einer der Täter hat seine Opfer verspeist. Ein anderer hat seine Tat in seinem Roman niedergeschrieben, bis ihm einer seiner Leser schließlich auf die Schliche gekommen ist. Die Mörder sind völlig unterschiedlich und stammen aus der ganzen Welt. Gebt dem Video gerne ein Like und abonniert für mehr ähnliche Videos. Christian Bahler ist ein aus Polen stammender Autor und Fotograf. Der 1973 Geborene hat 2003 seinen ersten Roman veröffentlicht. Darin geht es um skurrile Weltansichten, sexuelle Übergriffe und Mord. Einige Jahre zuvor wird in Ostpolen ein Leichnam ans Ufer der Oder gespült. Das Opfer scheint gefoltert, gequält und dann getötet worden zu sein. Doch die Ermittlungen führen zunächst in eine Sackgasse. 2005 wird Bahler dann verhaftet. Ihm wird vorgeworfen, den Geschäftsmann rund 5 Jahre zuvor getötet zu haben. Ins Visier der Ermittler ist der Schriftsteller eher zufällig aufgrund verschiedener Indizien geraten. Zum einen hat er einige Zeit nach dem Mord das Handy des Opfers im Internet verkauft. Zudem konnten deutliche Parallelen zwischen dem Mord und seinem Roman festgestellt werden. Ein Leser hatte die Polizei damals darauf aufmerksam gemacht. Ebenso stellten die Ermittler fest, dass die Freundin von Bahler das Opfer offenbar gekannt hat und er scheinbar eifersüchtig war. Das alles hat gereicht, um Christian Bahler 2007 zu 25 Jahren Haft zu verurteilen. Das Urteil hat jedoch lediglich auf Indizien beruht. Der Schriftsteller hat die Tat nie gestanden. Im Gegenteil, er legt Revision ein. Doch auch im zweiten Prozess erhält er 25 Jahre wegen Mordes. Der heute 50-jährige Christian Bahler befindet sich noch immer im Gefängnis. Sein damals veröffentlichtes Buch, in dem er offenbar den Mord beschrieben hat, den er kurz zuvor begangen hat, heißt Amok. Das könnt ihr euch ganz normal bei Amazon bestellen. Hans van Temsche wird 1988 in der Stadt des Diamantenhandels in Antwerpen geboren. Offenbar stammt er aus einer nationalsozialistischen Familie. Verwandte von ihm sollen im Zweiten Weltkrieg freiwillig für Nazi-Deutschland gekämpft haben. Am 9. Mai 2006 kommt es dann zu einer unglaublichen Tat. Nachdem Hans in seinem Internat beim Rauchen erwischt wird, macht er sich auf den Weg nach Antwerpen. Er rasiert sich den Kopf und kauft sich legal ein Jagdgewehr mit Munition. Gegen Mittag beginnt er, mitten in der Innenstadt Amok zu laufen. Wahllos schießt er auf Menschen. Dabei tötet er ein 2-jähriges Mädchen und ihre aus Afrika stammende Betreuerin. Zusätzlich verletzt er eine weitere Frau lebensgefährlich. Durch Zufall ist ein Polizist in der Innenstadt, der Hans mit gezielten Schüssen niederstrecken kann. Schon im Krankenhaus sagt Hans aus, gezielt nicht weiße Menschen töten zu wollen. Als Motiv gibt er an, in der Schule von ausländischen Schülern gemobbt worden zu sein. Seine Verteidigung weist im Prozess auf Hans Krankheiten hin, aufgrund derer er unzurechnungsfähig sei, da er unter dem Asperger-Syndrom und einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung leiden würde. Doch das Gericht erkennt keinerlei mildernde Umstände an. Wegen mehrfachen Mordes und versuchten Mordes aus rassistischen Motiven heraus wird Hans van Temsche zu lebenslanger Haft verurteilt. Sein Vater sagt im Prozess, dass er glücklich war, dass ein Polizist zufällig zugegen war, da sein Sohn sonst noch viel mehr Menschen getötet hätte. Die Morde haben damals für diverse Proteste und Aufstände gesorgt. Auch einige Politiker haben klar geäußert, dass das Land ein rassistisches Problem hat. Hans van Temsche sitzt nach wie vor im Gefängnis. Seine vorzeitige Haftentlassung ist zuletzt 2020 abgelehnt worden. Ernst Karl ist direkt zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Niederösterreich geboren. Karl wird Polizist und ist ausschließlich in Österreich im Dienst. In der Nacht des 16. April 1968 hat er 2 Männer beim Betreten einer Garage eines Kaufhauses gesehen. Er folgt ihnen, um sie zu stellen. Doch die Männer sollen das Feuer eröffnet haben. In dessen Folge tötet Karl beide mit seiner Dienstwaffe, angeblich aus Notwehr. Doch die Obduktion erzählt eine andere Geschichte. Laut dem Bericht sind die Männer aus nächster Nähe mit gezielten Kopfschüssen förmlich hingerichtet worden. Nach wochenlangen Vernehmungen gesteht Karl folgende Geschichte.
Er kannte die beiden Opfer. Laut seinen Aussagen haben sie ihn zuvor aufgrund seiner Homosexualität erpresst. Die stand damals in Österreich noch unter Strafe. Die Männer wollten immer höhere Geldbeträge. Am Tatabend wollten sie das Kaufhaus ausrauben. Ernst Karl sollte währenddessen Schmiere stehen. Doch stattdessen tötet er die Männer. Wegen zweifachen Mordes erhält er eine lebenslange Freiheitsstrafe und wird in die Justizanstalt Stein überstellt. 1974 gerät Karl mit einem Mithäftling aneinander. Im Streit erwürgt er den Mann mit bloßen Händen. Später sagt er aus, wieder aus Notwehr gehandelt zu haben. Karl wird verlegt und gilt als einer der gefährlichsten Männer des Landes. In seinen späteren Lebensjahren leidet er immer mehr unter Schizophrenie. 2001 wird er nach einem seiner unzähligen Krankheitsschüben an einem Bett fixiert. In derselben Nacht verstirbt er an einem Darmverschluss. Die genauen Umstände seines Todes sind bis heute ungeklärt. Im August 1998 verschwindet der 11 Jahre alte Niki Verstappen aus seinem Ferienlager in den Niederlanden. Sofort durchkämmen tausende Ermittler und Helfer das Gebiet nach dem Jungen. Doch schon am nächsten Tag wird die Leiche von Niki in einem Naturgebiet bei Aachen entdeckt. Der Junge ist missbraucht und dann getötet worden. Zwar werden fremde DNA-Anhaftungen an Nikis Kleidung entdeckt, doch die führt zunächst zu keinem Täter. Ganze 20 Jahre lang. 2018 rollen die Ermittler den Fall dann erneut auf. Sie untersuchen die alten Spuren mit neuester Technik und bitten mehr als 20.000 Männer zu einem Speicheltest. Und tatsächlich kommt es dabei bei dem Mitte 50-jährigen Jos B. zu einem Treffer. Seine DNA wird gleich 27 Mal an der Kleidung des damaligen Opfers entdeckt. Jos B. sagt aus, den Jungen damals tatsächlich entdeckt zu haben. Allerdings habe er ihn bereits tot aufgefunden. Das Gericht glaubt ihm jedoch nicht. Zumal er einige Jahre zuvor ebenfalls wegen Kindesmissbrauchs ins Visier der Ermittler geraten ist. Das Gericht verurteilt Jos B. mehr als 20 Jahre nach der Tat wegen Freiheitsberaubung und sexuellen Missbrauchs mit Todesfolge zu 16 Jahren Haft. Die Ermittlungen sind in allerletzter Minute wieder neu aufgerollt worden, denn beinahe wäre die Tat verjährt gewesen. Am 1. August 2002 werden in Bern und in Niederwangen zwei Frauen mit einem Messer verletzt. Eine der Frauen verstirbt noch im Krankenhaus. Das überlebende Opfer kann den Täter zwar beschreiben, allerdings führt das zunächst zu keinem Ergebnis. Im Verlauf der Ermittlungen tauchen Briefe auf, in denen sich der mutmaßliche Täter zu den Taten äußert. An zwei der Briefe ließen sich DNA-Spuren feststellen, die mit der am Tatort sichergestellten übereinstimmte. Doch einen Treffer in der Datenbank gab es keinen. Den Ermittlern fällt auf, dass der Täter in den Briefen äußerst eitel rüberkam. Ihm war es offenbar wichtig, gepflegt und ordentlich zu erscheinen. Also entschließen sich die Ermittler dazu, ihn zu provozieren, um ihn aus der Reserve zu locken. Sie veröffentlichen Teile seiner Briefe und ein Phantombild. Darauf haben sie ihn absichtlich unrasiert erscheinen lassen. Die Taktik ist schon bald von Erfolg gekrönt. Der Täter schreibt weitere Briefe, in denen er sich über die Darstellung seiner Person echauffiert. Nachdem die Polizei auch die Briefe veröffentlicht, meldet sich eine Frau. Sie sagt aus, ebenfalls Liebesbriefe erhalten zu haben, die denen des Täters sehr ähneln. Kurz darauf wird Mischa Ebner verhaftet. Er gesteht sofort den Mord und den Mordversuch. Zusätzlich räumt er 29 weitere Übergriffe an Frauen ein. Die Bilder des Mannes gehen damals durch die ganze Schweiz, denn Mischa war zuvor als einer der besten Waffenläufer des Landes bekannt. Sein Motiv lässt sich allerdings nicht genau beschreiben. Laut Gutachtern soll er unter komplexen psychischen Problemen gelitten haben. Der Versuch einer Erklärung könnte sein, dass er als Kind zeitweise völlig verwahrlost gelebt hat und misshandelt wurde. In der U-Haft sagt Mischa selbst, Zitat, ich sehe durch Gitterstäbe hindurch und realisiere, wie ich mir mein Leben verbaut habe. Es ist schwierig, mich selber zu verstehen. Es gibt keine Entschuldigung. Weder der Sport noch die Arbeitszeiten oder die Einsamkeit, in der ich oft gelebt habe, sind verantwortlich für das, was geschehen ist. Ein paar Monate danach erhängt der 27-Jährige sich vor Beginn des Prozesses in seiner Zelle. Petri Gerd ist 1983 geboren und hat in der finnischen Stadt Vantaa Chemie studiert.
Während seines Studiums hat er immer wieder mit Sprengstoff experimentiert. Er baut kleinere Bomben und lässt sie dann im Wald detonieren. Am 11. Oktober 2002 kommt es dann zu einem der folgenschwersten Anschläge Finnlands. Der 19-jährige Petri läuft mit einer seiner selbstgebauten Bomben durch ein Einkaufszentrum, rund 15 Kilometer von Helsinki entfernt. Dabei geht die Bombe hoch. Durch die gewaltige Detonation sterben neben ihm 6 Menschen und mehr als 80 werden verletzt. Es ist bis heute unklar, ob es sich um einen Unfall oder ein gezieltes Verbrechen handelt. Es ist durchaus möglich, dass der Sprengstoff versehentlich explodiert ist, als Petri das Einkaufszentrum auf dem Weg zum Wald durchquert hat. Was sich jedoch nicht rückgängig machen lässt, sind die 6 verlorenen Menschenleben Unschuldiger. Da Petri keinerlei Vorstrafen hatte und auch sonst keine Verbindung zu irgendeiner radikalen Gruppierung festgestellt werden konnte, ist das genaue Motiv bis heute unklar. Was jedoch für eine Tötungsabsicht spricht, ist die Tatsache, dass Schrotflintenhülsen in die Bombe integriert waren, die bei der Detonation wie scharfe Geschosse umhergeflogen sind. Matej Čurko wird 1968 in der Tschechoslowakei geboren. Zunächst verläuft seine Kindheit völlig unauffällig. Doch mit 11 Jahren ändert sich das, nachdem er ein anderes Kind mit einem Messer angreift. Dafür verbringt er einige Zeit in der Psychiatrie. Als junger Erwachsener ist er einige Jahre bei der Armee. Anschließend begeistert er sich für Waffen und Kampfsport. Mit 30 Jahren lernt er das erste Mal eine Frau kennen. Čurko heiratet und wird Vater. Vermutlich ab 2009 ist er im Internet in Selbstmordforen unterwegs. Unter dem Pseudonym Orion218 lernt er Menschen kennen, die im Leben ein Ende setzen wollen. Čurko trifft einige von ihnen in einem abgelegenen Waldstück. Dann kommt es immer zum selben Tatablauf. Das Opfer konsumiert Drogen in rauen Mengen, bevor Čurko ihn mit einem Messer ins Herz sticht. Anschließend zerteilt er den Leichnam und verwahrt große Teile davon in seinem Kühlschrank auf. Den Rest vergräbt er auf seinem Grundstück. Im Anschluss verspeist er über Wochen und Monate große Teile seiner Opfer. 2011 entdeckt ein Mann aus der Schweiz das Forum. Lediglich aus Interesse beginnt er mit einigen Usern zu schreiben, darunter ist auch Čurko. In den Nachrichten prahlt er mit seinen Taten und versendet sogar Bilder von den Leichen und davon, wie er Körperteile zubereitet. Der Schweizer verständigt schockiert die Polizei. Die slowakischen Ermittler nehmen die Sache sofort ernst. Mit einer Einheit machen sie sich auf zum Haus von Čurko. Als der bemerkt, dass sein Haus umstellt ist, eröffnet er das Feuer. Dabei wird er tödlich verletzt. Auf seinem Grundstück werden bei den anschließenden Ermittlungen 2 Leichen entdeckt. Die Frauen galten zuvor einige Jahre als vermisst. Weitere Funde und Spuren auf seinem PC sprechen dafür, dass Čurko insgesamt 30 Menschen ermordet und zum Großteil verspeist hat. Im Wald entdecken die Ermittler sogar eine Art Altar an der Stelle, wo er die meisten seiner Opfer getötet hat. Vermutlich hat er bereits dort Teile des Fleisches gegessen. Allem Anschein nach waren alle Opfer mit der Tötung einverstanden. Gianluca Casseri wächst in den 60ern in der Toskana auf. In seiner Jugend schlägt sein Herz für Horror- und Fantasy-Literatur. Später wird er Buchhalter und lebt ein zurückgezogenes Leben. Zu dieser Zeit eignet er sich ein rechtsextremes Weltbild an. Später veröffentlicht er sogar selbst Romane, in denen er sein Gedankengut mit Fantasy vermischt. Ab 2005 ist er immer mehr in der rechtsextremen Szene Italiens vernetzt. Im Dezember 2011 läuft er bewaffnet mit einem Revolver in Florenz amok. Auf einem Marktplatz schießt er auf 3 senegalesische Händler, von denen 2 sofort tot sind. Anschließend verletzt er 2 weitere und flieht dann vor der Polizei. In einer Tiefgarage macht Casseri Halt und nimmt sich das Leben. Die Tat hat im Nachgang für großes Entsetzen in den Medien gesorgt. Viele haben Parallelen zu Anders Behring Breivik gezogen, der nur ein halbes Jahr zuvor 77 Menschen getötet hat. Auf den Straßen von Florenz haben insbesondere Menschen mit afrikanischen Wurzeln protestiert und der Regierung vorgeworfen, nicht genug im Kampf gegen den Rechtsextremismus zu unternehmen. Udo Proksch wächst in den 30er Jahren als Sohn zweier Nationalsozialisten auf.
Nachdem er die Schule in Salzburg abschließt, wird er Schweinehirt. Schon früh bringt er zum Ausdruck, dass er die besser gestellte Gesellschaft abgrundtief hasst. Dennoch geht er Ehen mit Frauen ein, die durchaus gesellschaftlich und finanziell hoch angesehen waren. Und auch Proksch verfügt im Laufe der Zeit über immer mehr Geld. Gemeinsam mit Geschäftspartnern verfügt er über ein Schiff, das verschiedene Güter transportiert, die Lukona. Doch im Jahr 1977 geht das Schiff im Indischen Ozean unter. Dabei sterben 6 der 12 Besatzungsmitglieder. Entgegen der Erwartung von Proksch zahlt die Versicherung keine Entschädigung aus, da der Verdacht bestand, das Schiff ist nicht durch einen Unfall gesunken. Erst 8 Jahre später ist es der Arbeit verschiedener Journalisten zu verdanken, dass in dem Fall Lukona ermittelt wird. Schon bald stellt sich heraus, dass das Schiff aufgrund einer Explosion untergegangen ist. Zudem scheinen einige Politiker in den Fall verwickelt zu sein, mit denen Proksch Beziehungen gepflegt hat. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass eine Kiste mit Sprengstoff auf das Schiff geladen wurde und das dann extra über den Indischen Ozean geführt wurde. An einer der tiefsten Stellen ist die Bombe dann detoniert und die Lukona untergegangen. Das Ziel war es, im Anschluss die beträchtliche Versicherungssumme zu kassieren. Der Fall hat damals einen großen Polizskandal ausgelöst. 16 Politiker und hohe Beamte haben ihren Posten verloren und sind verurteilt worden. Udo Proksch erhält 1992 eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen 6-fachen Mordes und 6-fachen versuchten Mordes. 2001 verstirbt er im Gefängnis in Graz. Die nächste Tat hat sich auch 2011 zugetragen. Der Niederländer Tristan van der Vlies betritt in Militärkleidung ein Einkaufszentrum in Ridderhof. Bewaffnet mit einem Gewehr eröffnet er das Feuer auf die Menschenmenge. Dabei tötet er 6 Menschen und verletzt 17 weitere, teils lebensgefährlich. Noch vor Eintreffen der Polizei tötet er sich selbst. Ermittlungen ergeben, dass Tristan verwandt mit einem hochrangigen General war. Bereits vor einigen Jahren wollte er sich das Leben nehmen. Sein Motiv weist auf seine schwer gestörte Psyche hin. Laut der Staatsanwaltschaft wollte er Gott bestrafen, indem er seine Geschöpfe tötet. Im Einkaufszentrum hat er ohne ein Muster wahllos auf die anwesenden Personen geschossen. Königin Beatrix sprach den Familien im Nachgang ihr Beileid aus. Bis heute löst die Tat und die Nachwirkungen in den Niederlanden Fassungslosigkeit aus. Jackie Arcliffe ist 1973 in Liberia geboren. Sein leiblicher Vater war deutscher Staatsangehöriger. Doch Arcliffe wird adoptiert und wächst in Schweden auf. In dem Dorf soll er als Außenseiter gegolten und gemobbt worden sein. Etwas verdächtig war, dass er sich in seiner Jugend bereits intensiv mit dem Zweiten Weltkrieg und dem Nationalsozialismus beschäftigt hat. Als junger Erwachsener will er sich der französischen Fremdenlegion anschließen. Doch er ändert seinen Plan und nimmt als Söldner auf kroatischer Seite am Jugoslawienkrieg teil. Zu dieser Zeit ist er überzeugter Neonazi. Im Krieg hat er an schweren, gewalttätigen Kämpfen teilgenommen. Zudem hat er erwiesenermaßen Kriegsverbrechen an Zivilisten in den Dörfern verübt. Nach dem Krieg wird Arcliffe von den Bosniaks verhaftet und wegen Kriegsverbrechen verurteilt. Er soll sich während des Krieges insbesondere an Frauen und Mädchen vergangen haben. Er hat sie misshandelt, gedemütigt und missbraucht. Durch einen Gefangenenaustausch wird er nach nur einem Jahr Haft nach Schweden überstellt. Dort taucht er nach seiner Haft immer tiefer in den rechten Abgrund ab. 1999 raubt Arcliffe zusammen mit 2 Komplizen eine Bank aus. Auf der Flucht töten sie 2 Polizisten. Kurz danach können sie aber verhaftet werden. Im Prozess leugnet Arcliffe, die Polizisten getötet zu haben. Doch die forensischen Spuren überführen ihn. Alle 3 Täter erhalten lebenslange Haftstrafen wegen Mordes. Anschließend gab es viel Kritik gegenüber den Behörden, da sie Arcliffe nach den Kriegsverbrechen in Bosnien viel zu fahrlässig behandelt haben. Der heute 50-Jährige sitzt noch immer in einem Gefängnis in Schweden. Seine vorzeitige Haftentlassung wurde zuletzt 2010 abgelehnt. Charles Sobhraj kommt 1944 in Vietnam zur Welt und wächst in zerrütteten Verhältnissen auf. Nachdem seine Mutter einen französischen Soldaten kennenlernt, pendelt die Familie zwischen Vietnam und Frankreich.
Subrash begeht bereits zu dieser Zeit Diebstähle und Einbrüche. Sein Leben besteht irgendwann nur noch aus Überfällen und Gefängnisaufenthalten. Als die Sache ihm zu heiß wird, flieht er nach Thailand, wo er gezielt Touristen ausraubt. Ab 1975 beginnt Subrash mit einem Komplizen einige der Touristen zu töten. Die Leichen werden später von der Polizei an abgelegenen Stellen entdeckt. Die Opfer haben sie meist unter Drogen gesetzt und dann zu Tode gefoltert. Nachdem sie in flagranti erwischt werden, kommt es zu einem aufsehenerregenden Prozess. Subrash ist gewieft darin, alle möglichen Personen zu bestechen. Deshalb erhält er nur 12 Jahre Haft. Auch im Gefängnis lebt er ein luxuriöses Leben, hat unter anderem einen Fernseher und ein Radio. Nachdem er kurz nach der Jahrtausendwende aus der Haft entlassen und nach Frankreich überstellt wird, wird er kurz darauf in Nepal erneut verhaftet. Dort wird er wegen 2 Morden, die er vor seiner Haft in Thailand begangen hat, zu lebenslanger Haft verurteilt. Letztes Jahr ist Subrash nach Frankreich ausgeliefert worden. Insgesamt soll er 12 Menschen getötet haben. Die Dunkelziffer dürfte aber deutlich höher sein. Zhang Yongming ist 1956 in China geboren und aufgewachsen. Bereits 1978 ist er wegen eines Tötungsdelikts zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Jedoch ist er bereits 1997 vorzeitig aus der Haft entlassen worden. Zwischen 2008 und 2012 tötet Yongming 11 Menschen. Er erwürgt sie mit bloßen Händen oder erdrosselt sie mit einer Schnur. Anschließend verschleppt er die Leichen zu seinem Haus, wo er sie zerteilt. Die meisten seiner Opfer waren Kinder oder Jugendliche. Das Fleisch der Opfer soll er zum Großteil selbst gegessen und an seine Hunde verfüttert haben. Zudem hat er Teile des Fleisches arglosen Kunden auf einem Wochenmarkt verkauft. Nachdem Papiere der vermissten Kinder in Yongmings Haus entdeckt werden, wird er verhaftet und angeklagt. Bei der Durchsuchung seines Hauses wurden später auch menschliche Überreste entdeckt. Das Fleisch hat er zum Trocknen aufgehängt und in Gläsern wurden Augäpfel der Opfer entdeckt. Nachdem Yongming zum Tode verurteilt wird, ist er 2013 gehängt worden.